Ich bin gelernter Metallbau und arbeite bereits seit 8 Jahren bei Firma Stahlbau Nägel. Hier ist kein Tag wie der andere. Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen was. An modernen Arbeitsplätzen arbeiten wir hier an Projekten für die Zukunft. Jeder ist ein Teil des Ganzen und daraus entsteht etwas Großes. Man lernt nie aus. Durch Seminare und Workshops bleiben wir in einer schnelllebigen Welt auf dem neuesten Stand. Das gesunde Büro ist bei uns längst keine Utopie mehr. Hier gibt es kostenlose Äpfel und Wasser für alle Mitarbeiter. In unserer Kantine mit eigenem Koch gibt es gesunde Gerichte und zwar täglich wechselnd. Und für die körperliche Fitness zahlt der Arbeitgeber sogar das Fitnessstudio. Das lohnt sich gleich doppelt. Ich bleibe fit und gesund und bekomme dafür sogar noch eine Prämie. Unsere 23 Auszubildenden werden hier vom ersten Tag an gefördert und gefordert. Durch Projekte wie den Azubi-Austausch engagieren wir uns im sozialen Bereich. Das schafft Verantwortung und ist die beste Vorbereitung für das Arbeitsleben. Außerdem haben wir aktuell 11 junge Menschen mit bereits abgeschlossenen Berufsausbildungen, welche bei uns ein Trainee-Programm absolvieren. Dabei durchlaufen die Trainees nahezu alle Abteilungen unserer Firma. Das ist ein echter Mehrwert für die jungen Mitarbeiter. Unsere Chefs haben für jeden Mitarbeiter ein offenes Ohr. Das schafft eine gute Stimmung. Und wo die Stimmung stimmt, stimmen auch die Ergebnisse. Das sieht man an unseren vielen Auszeichnungen. Der Zusammenhalt unter den Kollegen ist hervorragend. Trotz der Größe sind wir wie eine Familie. Unsere Philosophie, bei uns sind Sie die Nummer 1, gilt auch für unsere Mitarbeiter, die uns jahrelang treu bleiben. Auf unseren Firmenfeiern werden regelmäßig Mitarbeiter für ihre langjährige Zugehörigkeit geehrt. Das große Engagement unserer Mitarbeiter wird bei uns auch finanziell gewürdigt. Wir bekommen eine Prämienzahlung, abhängig vom Geschäftsergebnis. Und dass das gut wird, dafür sorgen wir alle gemeinsam. Stahlbau Nägele, ein Arbeitgeber mit Perspektive.